In Saarbrücken und New York, der Künstler und Fotograf Fred George. Als Fotograf liefert er Bilder für Werbeagenturen, hat Kampagnen für Museen in New York oder Chicago fotografiert. Als Künstler hat er jetzt eine überlebensgroße Skulptur geschaffen, ein riesiges Peace-Zeichen aus Ölfässern. Damit will Fred George an das Umweltbewusstsein der Menschen appellieren. Die Solar Peace Sculpture war im Herbst auf der Kölner Kunstmesse zu sehen und seit heute steht sie auf dem Gelände der Uni in Saarbrücken. Sie wiegt 15 Tonnen, ist 6 Meter hoch, besteht aus einem Stahlgerüst in Form des Friedenszeichens und trägt Ölfässer und Solarzellen. Eine etwas verrückte Konstruktion, was vom Amerikaner Fred George da ausgedacht wurde und von einer St. Ingberter Firma gebaut. Aber was will der Künstler damit sagen? Lebt umweltbewusster, sagt George. Seine Skulptur symbolisiere den Klimawandel, mache die Konflikte um knappe Ressourcen der Erde deutlich. Ölfässer und Solarzellen, das seien die Gegenpole. Die Idee dazu hatte George auf einer Zugfahrt. Ich war auf dem Weg zurück von Paris vor 4 Jahren mit meiner Tochter im Zug. Ich las da einen Artikel über das Friedenszeichen im Time Magazine. Draußen sah ich dann all die Autos fahren. Naja, das kam alles zusammen und ich hatte dann die Idee, ein Zeichen zu setzen mit Friedenszeichen, Ölfässern und Solarzellen. Ab dem Sommer werden die Solarzellen, eine digitale Installation am Fuß der Skulptur, mit Strom versorgen. An der Umsetzung sind Studenten der Medieninformatik der Saar-Universität beteiligt. Die Idee ist zunächst, dass Monitore eingelassen sind in die Basis der Skulptur. Und Inhalte auf diesen Monitoren können dann gesteuert werden von Besuchern, die sich um die Skulptur versammeln und dann mit ihren Mobilgeräten zum Beispiel mit der Skulptur in Verbindung treten, die Präsentationen steuern, die auf diesen Monitoren laufen, eventuell sogar über die Skulptur ins Internet hineinkommen. Mithilfe der Hochschule für Technik und Wirtschaft ist auch schon eine 30-Meter-Variante konzipiert worden. Doch für den Bau fehlt das Geld. Das Problem ist, es fehlen die Sponsoren. Die große Variante, die hat so die Größenordnung 500.000 Euro von der Konstruktion und den ganzen Drumherum. Und das ist natürlich, muss man Sponsor für finden. Ob 6 oder 30 Meter, Fred George träumt davon, dass seine Skulptur auf Reisen geht und in New York und anderswo für bessere Zeiten wirbt. Zunächst bleibt sie aber noch in Saarbrücken.